Diese furchteinflößenden Bilder zeigen die amerikanischen Fernsehsender quasi ohne Unterbrechung. Der Monster Hurricane Irene peitscht an die US-Ostküste und versetzt die Menschen von North Carolina bis Maryland in Angst und Schrecken. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 145 Kilometern in der Stunde entwurzelt der Sturm hunderte Bäume, zerstört Häuser, Autos stehen metertief unter Wasser. Die Straßen sind natürlich menschenleer, nur wenige Reporter berichten aus den Gefahrenzonen. Genau in diesem Moment fühlt es sich so an, als ob Irene genau über uns ist. Es ist für mich verdammt schwer, hier zu stehen. Das ist genau das, wovor die US-Behörden so eindringlich gewarnt haben. Wir haben hier sehr, sehr starke Winde. Genau das wird auch in wenigen Stunden New York erleben. Irene bewegt sich immer mehr in Richtung New York. Die Menschen, die Irene schon heimgesucht hat, wissen, dass die Warnungen nicht übertrieben waren. Ich hatte schon befürchtet, dass es dieses Mal schlimm wird. Wir haben viele Bäume am Haus. Das Wichtigste war einfach, dass meinen Kindern und mir, aber auch den Tieren nichts passiert. Ein weiteres Problem, das Stromnetz bricht zusammen. Es war schon ein heftiger Sturm. Wir hatten gestern keinen Strom mehr. Ich schätze so seit 9 oder 10 Uhr nicht mehr. Aber ich habe Gott sei Dank einen extra Generator, damit ging es dann. Über 1 Million Menschen sind an der Ostküste derzeit ohne Strom. In diesem Haus in Newport News, Virginia, stirbt ein 11-jähriger Junge. Ein Baum kracht durch den Sturm in das Gebäude, begräbt das Kind unter sich. Rettungskräfte sind rund um die Uhr im Einsatz, versorgen zahlreiche Verletzte. Hier an der Küste North Carolinas muss ein Ehepaar aus dem Meer gezogen werden. Ihr Boot war durch den Sturm gekentert. Doch es gibt auch solche Geschichten. Während in Wilmington draußen der Sturm wütet, kommt in diesem Krankenhaus die kleine Georgia Ann zur Welt. Es war gar nicht so ein Unterschied, während des Sturms zu entbinden. Sie haben mich extra in einen Raum ohne Fenster gelegt. Ab und zu flackerte das Licht, aber sonst ging es eigentlich. Georgia Ann ist eines von 17 Sturmbabys in der Betty H. Cameron Klinik in North Carolina. Nur Irene heißt keines von ihnen.